Nein! Ach, scheiße. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Arc Genesis. So, heute ich bin wieder alleine dabei. Wie gesagt, ich habe in der letzten Folge gesagt, der Justin hat PC-Probleme. Das kommt mir dann 2 Tagen hintereinander Arc, weil ich habe einfach Bock auf Arc, deswegen mal 2 Videos hintereinander Arc. Deswegen, ich kann auf eure Kommentare noch nicht eingehen von der letzten Folge, weil ich diese Folge am gleichen Tag aufnehme, deswegen, da ist die Folge noch gar nicht draußen, wo ich die jetzt schon aufnehme, deswegen mit dem Namen, das weiß ich jetzt noch nicht, also kann ich die noch nicht benennen, aber es kommt auf jeden Fall noch was dazu. Ich habe nach der letzten Folge nochmal hier so ein Frosch hier gezähmt, um, wie heißt das jetzt, Kleber heißt das Ganze jetzt, ja, früher hieß das ja anders, ich weiß gar nicht mehr genau wie. Ich gucke mal hier. Es hieß, hier. Das meinte ich hier. Kleber heißt es jetzt. Zement hieß es früher, genau. Zement. Das haben sie ja wieder umbenannt. Dazu musste ich mir einmal eine Rüstung erschieden. Und zwar die normale Flakrüstung. Ich habe in der letzten Folge eine Armor Plus Flakrüstung gebaut. Aber die haben irgendwie den Mod geupdatet, so dass das verschwunden ist. Meine Rüstung ist verschwunden und dieses, was hier drüben stand, ist auch verschwunden. Da habe ich jetzt die Upgrade Station hingestellt. Und man sieht ja hier diese Weapon Bench. Davon hatte ich auch eine Armor Bench hier und das ist alles verschwunden nach dem Update von dem Mod. Keine Ahnung. Das werden die irgendwann hoffentlich mal fixen. Deswegen habe ich mir eine Rüstung ersheetet, weil ich habe ja... Ich habe mir die gecraftet, deswegen... aber die hat hier weniger Rüstung wie die andere. Also ist sie eigentlich sogar noch schlechter, ne? Aber egal, ist eine Flakrüstung. Ich habe noch ein bisschen Metall geholt vorher noch. Ja, hier haben wir wieder ein bisschen Metall drin. Dann habe ich ein bisschen Narko-Bären gefarmt. Ja, und sonst habe ich eigentlich nichts weiter gemacht. Und diesen Frosch da gezähmt. Der war auch direkt hier in der Nähe, deswegen brauche ich nicht extra eine Aufnahme machen. Der ist ja nur für Zement, also jetzt Kleber. In dieser Folge würde ich euch gerne diesen Spino ein wenig leveln, ja. Bin ich ja sehr stolz auf diesen Spino, der sieht auch geil aus mit dem Blau, ne. Finde ich richtig cool. Und den möchte ich in dieser Folge gerne ein bisschen leveln. Und wenn wir irgendwas auf dem Weg finden, vielleicht, dann auch noch Zame. Ein paar geile Raptoren vielleicht. Aber nur High Level. Schauen wir mal, ich gucke dann gleich mal auf der Karte. Ja, und hier diese Upgrade Station wollte ich euch nochmal erklären. Hier kann man Sachen upgraden. Ja, man kann zum Beispiel jetzt hier ein Schwert reinlegen. Ja. Und dann kann man hier das Schwert upgraden. Da steht dann auch, was man dafür braucht. Hier muss ich jetzt auch noch Leder reintun. Das können wir einmal ausprobieren. Warum geht Leder nicht? Ach, weil es jetzt Tierhaut heißt. Ja, okay. Der Spino hat genug, das können wir uns hier mal reinpullen. Und dann, wie seht ihr, können wir das hier upgraden, dieses Schwert. 360%, ja, ist erstmal okay. Und das gleiche können wir dann auch mal mit unseren Waffen machen. Das ist ganz cool. Haben wir jetzt auch bessere. Ich will jetzt nicht zu viel machen, ich will jetzt nicht so viel Ressourcen verbrauchen, deswegen. Aber es ist ja immerhin jetzt schon auf Geselle, ne? Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und wir können ja mal gucken, ob wir hier nochmal vielleicht eins bekommen. Ja, das geht auch noch. Mache ich gleich beide. Was brauche ich noch? Holz. Holz brauche ich noch. Dafür. Das kann man, das ist ja nicht das Problem. Holz. Da haben wir... Ja, dann nehmen wir uns hier mal nochmal 100 von weg. Das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Aber ich brauche noch mehr Holz. Ja, gut. So, jetzt aber. Jawohl. Jetzt haben wir hier so ein richtig geile... Und ich werde, ich weiß gar nicht, was das kostet. Können wir vielleicht auch nochmal. Das braucht mehr Metall. 350 Metallbahnen.
Ja, okay. Dann habe ich es wenigstens fertig. Na? Aber dafür ist es auch geil, ne? Obwohl die Sachen werden wir mal wieder, wenn wir wieder in die Smithy reintun. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Und dann muss ich auf jeden Fall wieder Kristall farmen. Aber hier drüben ist ja direkt ein Kristallspot. Das ist nicht so das Problem. Das können wir ganz schnell mal machen. Das kann ich auch mal in der Folge machen. Hier drüben ist direkt Kristall. Der Frosch ist auch richtig geil. Ne? Damit kann man ja auch richtig schnell sich fortbewegen. Ein bisschen Gewicht hat er auch, sodass man auch ein bisschen was tragen kann. Das ist gar nicht mehr schlecht. Und man kann ja auch Kleber farmen mit dem, wie gesagt. Also. Machen wir mal schnell ein bisschen Kristall hier. Weil wir gerade ein bisschen was verbraucht haben. Okay, das ist schon weg. Ja, und dann gehen wir wieder zurück, ne? Das war's, ja. Mit dem kann man richtig geil springen, mit diesem Frosch. Schon cool. So, habe ich ein bisschen Kristall wieder besorgt. Und wir haben jetzt die Sachen geupgradet. Sag mal, wer steht denn hier im Weg? Ach, der Spino. Mann. Komm mal hierher. Gut, danke. So, dann gehen wir jetzt mit dem Spino los. Und wir werden mit dem ein kleines bisschen farmen. Achso, ich habe hier auch noch so eine Leuchten hier. Sag mal, was soll das denn jetzt? Jetzt steht der hier. Mann, ich habe so eine Leuchten hier gebaut. Da kann man hier so ein bisschen am Haus ranbauen. Was man hier auch sieht, wenn es mal dunkel ist. So. Diese S Plus brauchen nichts. Also Holz zum Beispiel oder so. Die Intensität machen wir mal richtig hoch. Und die sind automatisch. Die machen sich je nach Zeit, machen die sich dann selbst einschalten oder wie gesagt ausschalten. Ja, also. So, und jetzt gehen wir mal mit unserem Spino los. Also ich bin dabei. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Einen Sattel kann ich leider noch nicht craften. Erst ab Level 70 rum. Also da muss ich noch ein kleines bisschen warten. Backt der jetzt schon wieder irgendwo fest? Das ist nicht wahr, ne? Es ist nicht wahr. Nein, jetzt nicht mehr. Oh, endlich. Jawohl, hau sie weg. Jawohl, so muss das sein. So, wir gucken mal, was wir zähmen können. Obwohl, wir werden erst ein bisschen ihn leveln, ja. Das hatten wir ja vor. Zähmen können wir dann immer gucken, dass wir das nebenbei mal machen. Jawohl. So habe ich mir das Ganze vorgestellt, einwandfrei. Mal kurz auf die Karte gucken, was es hier in der Nähe so gibt. Hier ist ein Raptor in der Nähe. Ey, diese Mistviecher. Da 600 Meter in die Richtung. Dann gehen wir auch da mal hin, würde ich sagen. Alles, was wir auf den Weg finden, werden wir mit unserem Spino erledigen. Damit der auch levelt nebenbei. Und nebenbei werden wir noch unten auf diesen Raptor da zähmen. Das Gute ist, dass der Spino auch sehr stark im Wasser ist. Das ist auch gegen Piranhas sehr effektiv. Ich würde ihn halt gerne reiten, aber das kann ich erst, wenn ich Level 70 bin.
Vorher kann ich leider keinen Sattel bauen. So, hol dir mal diesen da. Alter, was der Damage macht, ne? 250 und dann so richtig krass hintereinander. Ist so mies, das Vieh. Richtig geil. Oh, diese Insekten schon wieder. So, wir gehen weiter Richtung Raptor. Also, Pferd nehmen wir auch nochmal mit. Das ist geil, so einen Dinosaurier zu haben. Was greift der mich jetzt an? Hallo? Lass mich mal in Ruhe. Na, warum beißt denn nur? Der hat doch seine Attacke. Scheiß Insekten, ey. Ah, jetzt hat er seinen Krallenangriff. Warum konnte er das gerade nicht machen, frage ich mich. Schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später damit. Ey, da sind ja schon wieder Insekten. So, er hat ihn. So, und weiter zum Raptor. So, bleibt mal hier stehen, bitte. Ja, da. So. Weil ich möchte nicht, dass der Raptor angegriffen wird vom Spino. Weil wenn ich nämlich da drauf schieße, dann geht der auch drauf. Das möchte ich ungern. Mal hier markieren. Wer ist der andere? Ach, 50. Brauche ich nicht. Der ist markiert, jawohl. Den wollen wir. Aber wir wollen keinen Low-Level-Vieh haben. So werde ich es machen. Ich werde mal ein paar Raptoren zählen. So vielleicht so 3 Stück oder so. Das ist ganz cool. Aber alles nur High Level. Was macht denn dieser Raptor da? Hau ihn mal weg. Gut, dann komm mal mit. Und da ist noch ein Carnotaurus. Ja, den soll er auch erledigen. Was sind die jetzt schon wieder? Jawohl, dann können wir mit, Spino. Jetzt gehen wir mal den Raptor tamen und dann gehen wir weiter.
Das sollte reichen. Er braucht 4 Stück. Ja, das geht doch. Hat er schon ein Level? Oh, 6 Level, geil. Erstmal ein bisschen Melee-Damage. Die Raptoren müssen immer erst auf Leben gehen, weil die haben echt so wenig Leben. Das ist echt krass, ne? Gucken wir mal, wo der nächste ist. Hier müsste irgendwo noch einer in der Nähe sein. Ich lass die erstmal da stehen, obwohl... Oh ne, egal, lass sie stehen. 160 Meter, das ist ja auch gar nicht so weit. Level 140 oder so. Nein! Ach, scheiße. Das war scheiße. Ja, ich habe mich überlegt, dass die Rüstung nicht so viel aushält. Ja, wie die davor. Naja, egal. Gehen wir da einfach schnell nochmal hin. Den Sterbeort müsste ich ja sehen. So. Ich habe meine Leiche gelootet. Bin schnell hierher gegangen. Und ich sehe die, Raptoren sind alle noch umgefallen. Ich habe die mit Pfeilen bekämpft und die sind noch umgefallen. Ja, also. Aber ich muss dann auf jeden Fall zurückgehen. Also ich werde jetzt noch tamen, aber danach werde ich zurückgehen. Weil meine Rüstung kaputt ist. Ich habe jetzt leider keine Rüstung mehr. Großartig. Hier mal ein kleines bisschen leveln. Oh, der braucht unbedingt mehr Gesundheit, der Kollege. Gehen wir mal hier rum. Der ist 145, okay. Der ist 50, den brauche ich nicht. Der ist 45, den brauche ich auch nicht. Der ist 145 und den nehmen wir uns. So, hier liegt der. Dann haben wir das Ganze mal rein. Ein Primeat. Oh, unbedingt auf Gesundheit leveln. So, dann gehen wir wieder Richtung Base zurück. Oh, ein bisschen Level natürlich auch noch dabei. Klar. Na komm, warum geht denn das nicht?
Wir werden als erstes auf Leben gelevelt, Dile. Raptoren, ich habe keinen Bock, die wieder zu verlieren. Sehr gut. Wir können nochmal alles so mitnehmen, was wir so finden. An Dinosauriern. Oh, jetzt hängt der Raptor da hinten wieder irgendwo fest. Ja, diese Wegfindung ist nicht so optimal bei den Dinosauriern, ne? Jetzt hier nichts weiter, was man so töten könnte. Wir können ja bei uns dann an der Base noch ein kleines bisschen rumgucken, ob hier noch irgendwas ist. Ja, da zum Beispiel, da haben wir welche. Einen kleinen Parasaurus. Da kriegen die schönen Level bei, das ist geil. So gefällt mir das. Okay, sind alle da. Wunderbar. Jetzt gehen wir mal hier vorne noch ein kleines bisschen gucken, ob hier noch irgendwas rumhängt. Nö. Soweit sehe ich nichts. Noch irgendwas zum Töten hier? Ja, da haben wir einen Bionics. Ja, sehr gut. Da ist noch einer. Ja, der war auch eine Level 55, okay. Ist ja nicht so dramatisch, okay, aber das sollte es erstmal gewesen sein. Weiter. Gucken wir mal, was sie für Level bekommen haben. So, erstmal hier du. Erstmal schön auf Gesundheit bei den Raptoren. Und der Spino hat auch nochmal 3 Level. Da gehen wir erstmal ein bisschen auf Melee Damage, weil der hat schon 10.000 Leben. Das reicht mir erstmal. Ja, da haben wir jetzt doch schon wieder ein paar, dass ich in der letzten Folge die Raptoren verloren habe. Ja, gut. Aber jetzt habe ich hier wirklich 2 richtig gute, ja. Also. Die sind schon ganz cool. Na gut. Ich glaube, die Folge ist ein kleines bisschen kürzer als sonst, aber ich wollte nur ein kleines bisschen. Leveln und noch 2 Raptoren zähmen. Also, was heißt 2? Auf jeden Fall Raptoren zähmen. Wie viel? Das weiß man ja vorher nie, ne? Der Spino backt da rum, wir lassen ihn nach da stehen, egal. Ja, dann würde ich sagen, schreibt wieder schönen Namen in die Kommentare, ja, für die Raptoren hier. Wie gesagt, für den Spino und den Stego weiß ich noch nicht, die Folge kam noch nicht raus, ja. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal so in der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!